Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute ist es ein ganz besonderer Glitch, den wir ausprobieren. Und zwar, ich weiß nicht, ob wir den Tower schon von hier sehen können, wir fliegen mal hin. Den FIB Tower Glitch. Also, vielleicht kennen viele mit dem Cargo Bob, vielleicht kennen sie den auch nicht. Das ist eigentlich ganz einfach. Hier ist das FIB Building. Na gut, auf jeden Fall, ich besorge uns schon mal das, was wir brauchen, weil ich habe nämlich schon im Voraus bestellt, damit wir nicht so lange warten müssen. Und bevor das Video ganz startet, möchte ich noch zwei Leute grüßen. Und zwar den iFoxio, den Piro. Ja, und ihr seid gute Männer, Jungs. Ihr seid sehr nett und so weiter. Habt ihr ja letztes Mal ein Video gehört. Na gut, auf jeden Fall, iFoxio und ich, wir werden jetzt gerade einen GTA-Film erstellen über den Rockstar-Editor. Ja, ich bin noch dabei, ein bisschen daran zu arbeiten, aber es ist ziemlich schwer, deswegen gibt uns noch ein bisschen Zeit. Das kriegen wir schon irgendwie auf die Reihe irgendwann. Und ja, also so kurz den Game-Sound leiser machen, der ist ein bisschen zu laut. So, perfekt. Jetzt wirst du hoch auf dem FIB Building. So. Wir müssen uns die Stelle suchen, vielleicht funktioniert es direkt, vielleicht aber auch nicht. Aber ich kann ja gerne mal so ein Inside-Video machen hier in den Eclipse Tower, ist gar nicht so schwer. Ich kenne ja auch so ein Glitch für, aber das kann ich ja im nächsten Video machen. Ich glaube, jetzt kommen die nächsten Glitches, die kommen sind Inside-Glitches, das heißt so Inside zu FIB, zu Police Station, also Office und so. Ihr wisst es, Leute. Jetzt runter. So. Wenn ihr genauso gelandet seid und Glück habt, dann funktioniert das, wenn ihr euch gleich abrollt. Ihr nehmt euch eine Waffe in die Hand. Ja. Ihr nehmt euch eine Waffe in die Hand und rollt euch ab. Und wenn ihr dann halt umkippt und Glück habt, dann... Also noch einmal. Ich muss da noch mal drunter, Leute. Ihr müsst nämlich da drunter sein. Komm schon. Noch einmal. So, jetzt sind wir drinnen. Das heißt, wenn ihr dann halt beim Cargo Bob da ungefähr hier so abholt, dann backt ihr einfach hier runter und jetzt seht ihr, hier habe ich einfach, also jetzt bin ich einfach im Insider drin. Eigentlich voll geil, aber ja, mich könnte hier keiner killen. Aber natürlich würde ich euch das nicht empfehlen, um andere Spieler zu ärgern, damit die euch nicht bekommen. Weil sonst melden sie euch wegen Glitching, weil wenn sie da drauf fliegen und uns dann hier unten sehen, es wäre nicht so. Ne, warte mal. Hier sind ja Feinde. Achso, die sind unten drunter. Ich dachte gerade. Ich habe gerade so komisch gedacht. Aber nein, alles gut, Leute. So. Jetzt können wir natürlich hier unten drin rumlaufen. Auch geil. Also, ist gut eingerichtet, aber das Problem gibt es ja auch, was jetzt im Story-Modus gab. Hier mit dem FIB. Building des, also das dieser Überfall damals hier und so. Und ja, jetzt sind wir auf jeden Fall erstmal hier unten drin. Wir können noch weiter, glaube ich, bis hier, nee, noch tiefer. Na ja, auf jeden Fall können wir dann hier in diese Tür auf jeden Fall. Oh mein Gott, und jetzt sind wir genau hier, wo wir in der Casino-Mission zum Beispiel dieses komische Ding da einsammeln müssen. Aber leider gehen diese Fensterscheiben nicht kaputt. Was ein Scheiß, aber auch. Hier kommen wir auch nicht rein oder so. Leider. Aber es ist geil, weil ein kleiner schöner Glitch, ne? Man kann hier viel mehr machen. Deswegen, also was nicht viel machen, aber man kann halt hier rumrennen. Macht Spaß ein bisschen. Hier kommen wir aber auch nicht irgendwie rein. Komisch. Ey, hier ist mein Aufzug. Komm, geh rein, ne? So. Naja.
Freunde, ich würde sagen, dann war es das hier mal wieder mit dem Video. Lasst ein Like da auf diesem Kanal, ein Abo da, falls euch das gefallen hat. Und wenn ihr mehr solche Glitches sehen wollt, dann schreibt das natürlich gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, ciao, Leute.